So Leute, wie angekündigt jetzt das Fortsetzungsprojekt nach Elements Destiny Ancient Powers. Spielen wir jetzt Holy Trinity, die Apokalypse. Falsches Spiel. Und falscher Channel. Hallo, der... Quark. So, willkommen zurück zu Lonely. Es ist ein bisschen her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Ich weiß. Ich möchte auch das gar nicht irgendwie jetzt hier groß rechtfertigen. Es sei nur gesagt, es ist sehr, sehr viel passiert einfach. Unter anderem musste ich mein Mikrofon einschicken. Ja, ne? Die Routine ist ein bisschen raus. Es ist aber viel zu lange her. Ich kann nur sagen, das ist nicht mein Spielstand. Quark. So. Jetzt sind wir auch hier zurück bei Lonely. Folgendes. Das letzte Mal wollte ich nämlich ein paar Texte, sag ich jetzt mal, vorlesen. Und hab da sehr, sehr schnell gemerkt gehabt, dass es da ein Problem gab mit meinem Audio, also mit meinem Kommentar. Der Tasu hat mich ja nicht darauf hingewiesen gehabt, dass meine Aufnahmen immer sehr, sehr leise gepegelt waren. Das wollte ich dann korrigieren und hab alles verschlimmbessert. Oder so ähnlich. Ich habe dadurch halt erst gemerkt gehabt, wie stark eigentlich das Grundrauschen da war von dem SM7B. Hab das dann eingeschickt, zurückbekommen. Das Grundrauschen ist... Es ist besser, aber ich höre immer noch was. Oder ich meine mir was einzubilden zu hören, wie dem auch sei. Ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet gehabt. Ich wurde da so nett drum gebeten, so... Klar, man versteht so meinen Gedanken mit, es ist atmosphärischer, Charaktere zu synchronisieren, mit diese für sich alleine dastehen. Aber es ist ja auch schön, die Reaction zu sehen, so wie der Streamer, der Let's Player auf gewisse Situationen reagiert deswegen. So, sieht man mich. Hallo. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt erwartet, dass ich mich auf dem Spielefenster sehe. Das hat nur wenig Sinn ergeben. Ich bin nicht Teil des Spiels. So, also, es ist viel passiert. Ich sag jetzt schon, ja, wir fahren den Rechner hoch. Eine Sache, an der ich mich sehr, sehr stark aufgehangen habe das letzte Mal. Das war der Papierkorb. Die Aufnahme hier. So. Jetzt sollte man drauf kommen. Wie man das wieder herstellt. Ganz wichtig, das ist rein optional, das Ding. Das sollte eine Art Easter Egg sein. Man muss das jetzt nicht machen. Für den Spielfortschritt ist das komplett egal. Deswegen gehen wir es auch wieder herstellen? Nein. Und ich meine, die Lösung... Nein, wir wollen es nicht verlassen. Nein. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich das... Ah. Ganz einfach. So, müsste... 10.33 sein, bei 10.35 wurde die Datei erstellt und vor 2 Minuten dann in den Papierkorb bewegt. Nein, ist es nicht. Das war irgendwie sowas. Manno. Warte, was? Was? Es kam mit Schmerzen. Sucht nach jemandem, der ihn glücklich macht? Aber ein Loch in seinem Herzen ängstigt sein Umfeld. Die Augen starren auf ihn jeden Tag wie scharfe Nadeln. War gefangen in einem unsichtbaren Käfig aus Stacheln? Seine Werte verschwanden. Hoffnung verschwand. Alles mit Bedeutung verschwand. Okay, alles weg. Haben wir das schon mal... Nee. Und dieses Leben wurde dunkel und kalt. Und er fand sein Glück nie wieder. 65110. War das irgendwie von Relevanz? Nein, wir schalten den Rechner nicht aus. Hier gab es irgendeinen Hinweis.
Ich weiß es. Da. 22.11 Uhr ist jetzt. Da, hier. Aha. Und um 10.35 Uhr wurde die Datei erstellt. Ha. Nee, aha, 22.09 Uhr, weil vor 2 Minuten wurde die Datei gelöscht. Da ist 22.11 Uhr, es fing 22.09 Uhr. Yes! Ich hatte das in einer Lösung nachgelesen gehabt, aber ich habe es komplett vergessen gehabt. Bis jetzt. Es ist schön, wie dieser Monitor vom Papierkorb mich so sehr anstrahlt, dass ich jetzt leuchte. November 11th. What a strange night. A woman was taken to hospital with heavy travails. We needed to hurry, because the situation was serious. Something was happening during this tightrope. The doctor wasn't able to save the life of the newborn. It has massive deformation. I was speechless when I bring the little body of this human being to the morgue. My study result was unusual. I never saw anything like that. This newborn was... Und da hört die Aufnahme auf. Ein Augenblick. Okay, also am 5.11., also 6 Tage davor, wurde ein Kind mit starken Deformierungen ins, so gesehen bei der Geburt, zur Autopsie gebracht. Also der ist verstorben. So, jetzt fahren wir den Rechner runter. Das wollte uns diese, Nachricht, sag ich mal, oder diese Tonbandansage noch mitteilen. Jetzt haben wir aber ein anderes Problem. Wir wollen hier sehr gerne weiter. Oder ich will zumindest sehr gerne weiter. Zu den Triebnahme des Generators muss die Energie immer kleiner oder gleich groß als die Kraftleise sein, um die Sektorebene mit Strom zu versorgen. Die korrekte Skalierung ist den Toten zu entnehmen. Okay. Da haben wir den Generator. Den müssen wir jetzt untersuchen. Weil hier geht's ja weiter. Aha. Können hier ordentlich Energie reinbuttern? Aber das war schon mal falsch. Wir haben hier 4. Ist egal. Folgendes. Wir haben hier 4 Anzeigen. Und 4 Obduktionsakten. Nach Adam Riese, und da ja auch das der Hinweis wohl sein soll, müssen wir irgendwie diese Leichen... Der Reißverschluss klemmt. Nicht mal ein Messer hätte oder so. Müssen wir das irgendwie in eine Reihenfolge bringen. Jetzt bin ich mir nur nicht ganz so sicher. Das ergibt keinen Sinn, den Müll zu durchspülen. Etliche Unterlagen und... Jetzt wünschte ich, ich hätte eine Idee. Scheint irgendwie zu klemmen. Du scheinst irgendwie verklemmt zu sein, mein guter Herr. Geht nicht auf. Du gehst nicht auf, mein... Ich sollte aufhören. Das sind die simpelsten Konter. So. Ich muss mich selber ein bisschen anschreien. Sie muss mich jetzt auf den Kopfhörern lauter drehen. Ich hoffe, das rückhalt nicht in das Mikrofon zurück. Ich habe gemerkt, wenn ich die Kopfhörer absetze, dann höre ich mich gefühlt. Also dann höre ich quasi das Gefühl, als würde ich hier Lautsprecher nebendran, ja, so laufen haben. Also, ich will damit sagen, die Kopfhörer sind sehr, sehr laut. Aber die dämmen auch gut ab, also, das sollte nicht funktionieren, wenn ich es auf dem Kopf habe, aber sobald ich sie abziehe, dann ist hier, Party. So. Leichen untersuchen. Hier liegt eine Leiche, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt wurde. Und wie grausam im Körper dieser Frau klafft ein riesiges Loch. Dem fehlen die Augen. Und du bist nicht zu sehen. Also verbrannt, fehlen die Augen. Riesiges Loch.
gab es ja so Folien, also so Röntgenbilder. Ich habe ein Inventar. So. Hier sind Schmetterlinge im Bauch. Da war auch der Hinweis für die Tür. Eine X-Markierung. Schmetterlinge. Ja. Dann nehmen wir das Becken. So. Da ist ein Schädel im Becken und theoretisch eine 6. Eine V und eine I-Markierung. Für mich ist es halt eine römische 6, aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Ja, die Frage, wie kommt der Schädel da rein? Wer kennt sie nicht, diese Arschkriecher? Okay, komm. Sollte aufhören. Erstmal über meine eigenen Witze zu lachen. So, Röntgenbildschädel. Ich hoffe mal, das ist nicht der gleiche Schädel. Oder derselbe. Das sind jetzt Glasscherben und eine 5. Also. Brust. Was hat das Becken für? Ich habe nicht drauf geachtet. Brust X, Becken 6, Kopf 5. So, seine Gedanken. Eine V-Markierung. Fremdkörper. Da haben wir noch den Arm. Und der Arm hat eine 1. Und da sind diese Haare. Hier ist schon gebrochen. Stimmt, Haare sind eigentlich auf dem Röntgenbild nicht zu erkennen. Sonst würden die sehr, sehr komisch aussehen. Warum sind die hier dann da? Das nehmen wir wieder mit. So. Jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. Aber wir haben ja noch die Obduktionsberichte. Und wir sehen uns einfach gleich wieder, nachdem ich mir die in Ruhe für mich selber durchgelesen habe. Wir haben das beim letzten Part schon gemacht. Wir müssen das jetzt nicht nochmal alles durchlesen. Bis gleich. Mir ist da was aufgefallen. Das habe ich beim letzten Mal nicht bedacht. Wir können hier runterscrollen. Dann sind die Berichte länger. Ups. Die Größe der Eintrittswunde beträgt im Durchmesser 12 cm. Also, Samantha, das ist die Person mit dem klaffenden Loch. Innere Schäden mit dem Merkmal abzugleichen. Anhand der Röntgenaufnahmen konnte ich erkennen, dass ein Fremdkörper im Unterleib steckte, was die Form eines Puppenkopfes besaß. Beim Entfernen des Fremdkörpers bestätigt sich meine Vermutung, der mumifizierte Schädel eines Neugeborenen wurde durch die Scheide der Person in den Körper gewaltsam eingeführt. Weitere Untersuchungen auf Herkunft und Person stehen noch aus. Okay. Runterfahren. Jetzt werden wir ganz, ganz, ganz intelligent. Aha. So, habe ich hier mein Buch, in dem ich mir so Zeugs notiere. Das ist nicht mein Buch. Dann ist es doch das hier. Oho. Samantha ist hier links oben. Und sie... Ha!
sagte das Becken. Genau. Soweit, so gut. Da wird sich doch schon noch eine Reihenfolge ergeben, oder? Und das war Obduktionsakte 1. 1 und sie brauchen eine 6. Kann man das so vielleicht? Wir werden es rausfinden. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Tod durch das Hirneindrücken von Scherben in den Frontalbereich des Gehirns eingetreten ist. Okay, das ist Nummer 2, ist Derek. Okay. So, der Schädel hat das V. Und ist rechts davon. Und ist Röntgenbild Nummer 2. Ich hoffe mal, das hilft mir irgendwie weiter. Als der orale Bereich untersucht wurde, fand ich schwarze Haarbüschel im Mundraum, die mit einer schmierigen schwarzen Substanz bedeckt waren. Doch diese Haare waren nicht nur im Mund verteilt, sondern reichten bis in den Hals. Ich vermutete, dass noch mehr im Inneren des Körpers zu finden war, was meine weitere Untersuchung bestätigte. Okay, das ist dann Röntgenbild Nummer 3, also das ist der Arm. Und das ist dann die Person, der Andrew, den wir nicht aufmachen können, weil der Reißverschluss klemmt und wir kein Messer haben. Okay. Und der hat die 1. Okay. Ich weiß nicht, ob es relevant ist, dass das ein Arm ist, das eine ein Becken und das ein Schädel. Dann fehlt nur noch der Brustkorb mit den Schmetterlingen. Der hat ein X. So, lesen wir uns jetzt noch kurz in Ruhe das hier durch. Okay, wir haben dann 1, 2, 3, 4. Und haben daraus die Reihenfolge 6, 5, 1, 10. Hilft uns das weiter? Okay, 6-1. Ja, perfekt. Wir haben's. Wir haben's. Oh, wir sind so KLUK. Es ist unfassbar. Der Rätselkönig hat zugeschlagen und ich kann leider meinen Fortschritt nicht speichern. Schade, Mama Lade. So, wofür war das jetzt nochmal gut? Ich hab doch keine Ahnung mehr. Ich bin so stolz auf mich. Schande. Ich muss erstmal schnell was Koffeinhaltiges aufputschen, das Ding. Okay. Jetzt kann ich mit dem Grad der Nervosität wieder umgehen, den dieses koffeinhaltige Push-Getränk in mir geweckt hat. Verwirrung. Ja, Verwirrung trifft's ganz gut. Ich habe keine Ahnung mehr. Taschenlampentaste. S. Die Ketten sind so dicht wie der Spieler. Okay, das ist eine ungemütliche Planschparty, möchte ich hier mal anmerken. Aber ansonsten sieht's doch hier ganz nett aus. Mensch, was war das denn? Wo wollt ihr lieber laufen? Im Blut oder in Wackelpudding? Schreibt's in die... Was ist das? Denn dieses merkwürdige Ding blockiert den Weg. Hier komme ich leider nicht weiter. Schade, Marmelade. Angenehme Fragen. Worin wollt ihr lieber laufen? Marmelade oder Wackelpudding? So, das sind die Fragen, die Welt bewegen. Der kommt doch gleich raus. Was für ein riesiger Spiegel. Sieh dich an, Tim. Nur noch ein Schatten deiner selbst. Ich kann mich nicht angucken. Jeder Blick schmerzt. Ich kann es einfach nicht ertragen.
Ich will, dass es endlich aufhört. Dieser Ort soll einfach verschwinden. Ich finde den aber tatsächlich, muss ich mal wieder anmerken, sehr, sehr schön. Das ist wirklich ein schöner Ort. Das ist ein Speicherbuch. Also, schön erstellt. Ich würde da nicht selber rumlaufen wollen. Ich will verschwinden. Nein! Mach nicht diesen, Tim. Ich hab doch nicht gespeichert. Nicht schon wieder.